So. Ja, wir haben zwei Esslöffel wunderbares Öl, eins ja. und zwei. Dazu das ist schon an. Ja, wunderbar, herzlichen Dank. Für die ganze Geschichte brauchen wir noch etwas Salz. Ja. So, einen halben. Ja. Und 20 Gramm des guten Zuckers. Zucker. Da brauchen wir noch mal hier ein Löffelchen. Auch das soll in etwa stimmen. Das machen wunderbar. Wir hinein. Und das hier, bitte sein Sie lieb, Bio, das umrühren, bis es langsam bräunt. Die Gurken kommen noch hinein. So ja. So. Jo. Ja, das ist das sind ja bitte Ende abschneiden. Jetzt ist also ein Zurühren, bis sich der Zucker zu bräunen beginnt. Ja. Aha, Herr Holzlöffel, haben Sie schon? Ich hole dauernd die falsche, weil ich habe nämlich jetzt welche mit Fisch. Und die sind, ja, aber ich muss sehen, dass ich einen habe, wo aha. kein Fisch drauf ist. Ja, das ist ja, ja, jetzt mache okay, ich das. Okay, ich will so, bis es langsam braun ist, dann kommt ja. die Gurke nämlich hinzu. Ja. So. Gurkenschnickel und die Zwiebel. Was wird das? Was wird das? Oh, das wird also ein ganz wunderbares herbstliches Gurkengemüse. Man kann das, ja, man kann das natürlich auch noch verfeinern. Eigentlich ist es nur als Beilage gedacht. Ja. Man kann also eine Leber ohne Fett gegrillt, kann man ja. dazu machen und einen Kartoffelbrei, aber den machen Sie ja ohnehin. Ja, den mache ich zu meinem Fisch. Wunderbar. Und wir essen das einfach nachher so, am Gemüse allein. Ja, selbstverständlich. Ein Brot dazu. Nichts Besseres weiß ich mir an Sonnenfeiertagen. Ja, wunderbar. So. Also, die Gurke kommen dann hier. Fängt ja schon ein bisschen braun zu werden. Noch nicht, nein, nein. Noch nicht nein, so ganz, nein, dann warten wir noch einen Moment. Dann werde ich mich inzwischen der anderen Gurke zuwenden. Ist aber auf hoch, also müsste so... Ja. Na, es bewegt sich zumindest schon ja, sie etwas. Bewegt sich doch, das ja, ist ja ganz ja, toll. Ja, sie bewegt sich doch. So, ich kratze hier die Gurkendinger, die nach raus. Ich kann uns in der Zwischenzeit einen Schluck Küchenwein einschenken. Ja, oh, aber mit dem größten Vergnügen. Was haben wir denn? Etwas Schönes? Ja, ein erstes Gewächs aha. aus dem Rheingau. Ja. Martinstal. Soll was Besonderes sein, das erste Gewächs. Ich kenne mich da noch nicht so aus. Wir werden es probieren. Schauen wir, was daraus wird. Eben. Bedanke mich für die Einladung. Es ist hervorragend, oho. In Ihrer Küche zu arbeiten. Warten Sie erst mal ab. Jetzt wird's braun. Dicke Ente kommt zuletzt. Jetzt wird's braun. Oh ja, dann kann ich hier aneilen. Machen wir einfach so. Wunderbar, das ist schon mal weg. Wollen Sie noch ein paar von denen dazu tun? Oder? Ja, die muss ich erst noch raus machen. Erst mal die Zwiebelwürfel noch mit hinein. Ah ja. Dankeschön. Auch das haben wir schon. Also für uns beide sollte würde es das fast ja rein. Reichen. Ne? Ach, machen wir noch eine vielleicht. Bisschen noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, rucki zucki. Und schon kommt. Sehr gut. Und Sie haben die Kerne rausgemacht? Ja, selbstverständlich. Ja. Ja. Wir haben es entkernert. Entkernert, ja. In etwa. Die brauchen wir jetzt nicht weiter. So. Gurken, Handy, haben wir gemacht. Jetzt kommen die an die Tomaten. Tomaten müssen wir, ja. Die haben Sie vorher in heißes Wasser gebrüht? Im heißen Wasser haben wir sie gebrüht. Dann haben wir sie auch der Haut. Ja. Der Haut entfernt, beraubt. Ja, das fehlt mir gerade noch. Jetzt muss ich hier die Kerne noch rausmachen. Jetzt die Kerne raus. Ah, ja. Ja, genau so. Weil sonst zu viel flüssig wird, ne? Zu viel Flüssigkeit. Ja. Und das Wichtigste ist, wenn es anfängt zu bräunen, lieber Bio, bitte runterdrehen. Ich hab schon. Dann ist gut. Es ist schon runtergedreht. Na, wem sage ich was hier? So. Auch die können wir, Köche dürfen immer mit Händen arbeiten. Ja, ja. Ich bedanke mich. So. Solange Sie sich in den letzten Wochen mal die Hände gewaschen haben, ist alles okay. Ja, ist in Ordnung. Und wenn nicht, dann ist es hiermit geschehen. Nein. Machen wir nicht so. Mein Gott, wie oft am Tag waschen wir uns die Hände. Sie sagen es. Schon wegen der vielen Türklinken, die man anfassen muss. Und, genau. Und auch fremde Hände. Ja. So, jetzt haben wir dieses. Gurkensalzige, die Hitze reduziert. Genügt eine Tomate? Ich denke schon. Ja? Na, wir können auch eine zweite, vielleicht die größer noch dazu nehmen. Dann wird es ein bisschen würziger. Es sieht schön aus, wenn noch ein bisschen rot dazu kommt. Ja, machen wir. Auch das ist kein Problem. Das Auge ist ja mit bekannt. Aber wie? So, einmal. Und upsala, noch einmal. Wunderbar. Im Normalzustand esse ich die Kerne ja natürlich alle mit. Ich bin ein großer Tomatenfutterer im Grunde. Man ist ja überrascht, dass Sie, der ewige Arzt sind, ja. überhaupt auch kochen können. Man denkt, Sie können nur Wunden verbinden oder
Irgendwelche. Ja, das kommt noch aus meiner Lehrzeit, als wir noch Spritzen auskochen mussten. Ja, das war damals nur, da hatte ich mit dem Kochen noch ein bisschen was zu tun. Gott sei Dank. Also, von daher. Und die Mama hat es uns ja auch beigebracht. Ja. Als wir noch Kinder waren, sagte sie, ohne ist nicht, ihr müsst das alles können. Ich gehe noch schnell mal hier rüber. Aber guck mal, das sieht jetzt schöner aus mit der zusätzlichen Tomate, ein bisschen mehr Rot. Werden Sie denn von Menschen so auf der Straße als Arzt angesprochen? Doch, lieber Bio, das passiert schon, aber Sie meinen es natürlich auch nicht ernst. Auch nicht ernst. Nein, Sie meinen das schon auf den Beruf bezogen. Ja. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, es stört mich auch nicht, wie viele manche vermuten könnten. Im Gegenteil, ich nehme es einfach als Kompliment. Ja, ja, sicher. Aus dem einfachen Grunde, wenn ich meinen Job nicht gut gemacht hätte, würde kein Mensch mit reinreden wollen. Nein, natürlich, klar. Ja, denke ich mir. So, die brauchen wir nicht mehr, die gehen wir jetzt mal beiseite. Jetzt reduziert haben, zudecken müssen wir. So, zudecken. Zudecken müssen wir und ab jetzt und 10 Minuten. Wunderbar, dann stelle ich mal die Uhr. Er hat den Dreh raus. Das ist natürlich ganz alles voll. Klar. Hier sind meine Kartoffelchen, jawohl. Die kochen auch. Ja, dazwischen kommen wir einen kleinen Küchenwein. Ne? Mut und Mut, sagt der Hamburger. Erstes Gewächs. Ich habe jetzt eine Frage. Ja. Muss hier nicht noch ein bisschen Flüssigkeit rein? Vielleicht Wasser oder irgendwas? Ganz wenig. Hier haben wir noch etwas zur Verfügung. Gut, dass Sie mich erinnern. Vielen Dank dafür. Das sollte abgemessene Menge sein, die dazugehört. Ja. Okay. Wunderbar. Dann kann das nämlich jetzt hier mit dem geschlossenen Deckel ganz still bisschen vor, 10 sich vor sich hinschmoren. Ne? Also ich mache jetzt mal meine Milch ein bisschen warm. Ja, bitte darum. Ich hab hier Kartoffeln. Die, da mache ich einen Stampfkartoffel. Also Püree hat man früher gesagt, heute sagt man Stampfkartoffel. Ja. Nicht mit dem elektrischen Zauberstab. Nee, ich weiß schon, mit dem geringelten so Ding. Nur mit, so, ich habe so einen richtigen Stampfer? So einen Stampfer, ne? Ganz normalen, traditionellen. Ich kenne den noch aus der Kinderzeit, die waren so, die Drähte waren so gewunden. Ja, ja. Immer so eine Schlange. Ja. Jetzt nimmt man die oder, oder auch was immer. Und da tue ich Milch rein, die erwärme ich jetzt gerade ein bisschen. Das ist schön. Und was ungewöhnlich ist, ist Kapern. Ich habe die, ein kleines bisschen, da sind meine Kartoffeln schon. Ja. Ich habe die ein bisschen, Drei Wurf aber nichts. Ja, ja, ja. Ich habe die ein ganz kleines bisschen gewässert, weil die oft sehr salzig sind. Ja, ist es für wahr. Dieses Gericht muss man sie aber nicht sehr entsalzen, weil ich dann kein Salz mehr in dieses zusätzlich an die Kartoffeln. Und dann salzt das die Kartoffeln sozusagen genau. Gleich. Ganz wunderbar. Jetzt muss ich mal probieren, ob die wirklich auch so weich sind. Dann werde ich mal das Brett ein bisschen säubern. Wie ich inzwischen das brauche für dieses Stampfkartoffeln. Ja, also ich lasse die noch so lang, bis ich die Kapern geschnitten habe. So. Es ist nämlich Folgendes, man kann die natürlich auch ganz lassen. Aber in meinem Freundeskreis gibt es ganz viele, die mögen Kapern nicht. Und in dem Augenblick, wo die geschnitten sind, merken die gar nicht, dass da Kapern drin sind und dann essen sie sie. Sie mögen diese Form nicht. Das sind ich habe es vergessen. Bio, bitte helfen Sie mir. Ich weiß, dass die Kaper eigentlich so, wie man sie kennt, ja gar nicht wächst. Das ist ja, ist doch, ja, doch, aber sie ist keine Frucht. Sie das ist die Knospe. Genau es das. Ist die Knospe einer Blume, die aussieht wie Kapuzinerkresse. Ja, ja. So was Ähnliches. Ja, ja. Ich kenne das von Griechenland, da stehen die Damen an den Rändern der Straße mit ihren großen Tüten und pflücken die Kapern. Und dann legen die die ein und dann kann man so ganz schön auf dem Markt kaufen und die sind erstaunlich teuer dann. Überraschend. Ja. So, jetzt können wir das ausmachen, das ausmachen. Jetzt hoffe ich, dass die... Ja, jetzt gieße ich die mal ab. Dann brauche ich nur so ein Tuch. Ja, er macht das auch. Ich wickel das dann immer so um den Knopf oben rum, die ganze Geschichte. Toll. So, und jetzt mache ich das mit... 1, 2, 3. Mit der Milch. Ja, aber meinen Sie denn, Bio, dass sich wirklich noch viele Menschen heute diese Mühe des Kartoffelstampfens machen? Ja. Ich glaube, es kommt immer wieder mehr in Mode langsam. Ja, Butter und Milch, es ist also nicht gerade ein diätetisches Essen. Das kann man nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass das mal... Natürlich kann man auch diese
Kartoffeln ja, was es so in Tüten gibt. Ja. Wir kennen die Namen alle. Aber es macht doch mehr. Meine Tochter in Kalifornien zum Beispiel macht das auch noch so richtig Amano. Ja. Also ich glaube, dass das eine Menge Leute machen, weil es, ich würde mal sagen, wieder. Beziehungsweise ich habe ja so eine Theorie, warum auch so ein großes Interesse besteht an Kochsendungen. Auch meine Kochbücher haben gut verkauft. Ja. Ich glaube, dass viele Leute unter der Woche entweder in der Kantine essen oder Fast Food schnell oder sie tauen was auf. Ja, genau. Aber dann am Wochenende, zum Geburtstag, zu Feiertagen, versuchen sie was Besonderes zu machen. Und dann laden die ein, gerade auch Singles, die die Woche über ja kaum für sich kochen, laden gerne ein. Ich kenne das aus Freundeskreisen. Und dann wird richtig schön alles original gemacht. Also zum Beispiel die Kartoffeln eben handgestampft und auch alle anderen Sachen frisch. Eben nicht Fastfood dann. Ein Neffe von mir, der ist also Herzspezialist in Frankfurt, der kocht auch, der hat seine Küche ähnlich wie Sie eingerichtet, aber mit diesen ganzen Oberdingern, wo alles hängt. Ein ganz toller Koch, der macht die kompliziertesten Geschichten, also wo ich wirklich nur große staunende Augen kriege, wenn der am Kochen ist. Naja, sowieso, wenn Männer kochen, kochen sie ja meistens nicht, weil sie es müssen, wie eine Frau, eine Hausfrau, die für die Familie kochen muss, sondern nur aus Leidenschaft und dann aber auch richtig. So schmeckt es dann aber auch. Und richtig toll. Also das ist, ich weiß nicht, ob dieselben Männer, wenn sie jeden Tag für die Familie kochen müssten, ob sie dann auch mit so viel Leidenschaft kochen würden. Nein, sind wir ehrlich, vermutlich nicht. Also muss man einfach sagen. Ja. Sehen Sie, so. Aber das sieht wenn Sie mir aus. Das noch ein bisschen rühren, dann hole ich jetzt den Fisch, den habe ich im Kühlschrank. Ja. Na toll, na toll. Aha, also wir könnten meinen Freund Rademann mit dem, was wir hier fabrizieren, also höchlichst erfreuen. Ja. Er ist ja auch so ein Hausmannskostfutterer. Ja, ja. Und ich habe jetzt auch mal einen sehr traditionellen Fisch gewählt, nämlich Forelle. Aha. Forelle ist eigentlich so ein bisschen... Na, so ein bisschen altmodisch, würde ich mal sagen. Ja, die gab es schon immer. Ja, haben wir schon immer gemacht. Und deswegen war ich auch sehr überrascht, als ich hörte, ich soll die Forelle mit Olivenöl machen. Aha. Und das habe ich probiert und es ist sehr lecker. Kann man gut vorstellen. Irgendwo passt, denkt man immer Forelle, da muss man Sonnenblumenöl so klassisch nehmen, aber es geht. Ja. Sollen wir mal ganz kurz einen Blick auf ihr... Wir werfen mal. Ich mache das hier auf. Oh. Ist das schön? Oh, aussehen tut das aber schon ganz toll. Ja, warte, ich habe es hier ganz klein. Ja, prima. Ich nehme vielleicht hier einmal umrühren. Rührer. Genau. So, und ich werde meinen Fisch ein bisschen salzen und pfeffern. Ja, kann nie schaden. Aha. Ja, es wird schon. Es wird schon. Machen wir gleich noch ein bisschen zu. Sollte man die letzten paar Minuten vielleicht ohne Deckel machen, damit vielleicht Flüssigkeit. Halb gestürzt. Es ist jetzt es ist nämlich sehr viel Flüssigkeit gewesen. Die kann ein bisschen verdampfen. Dass Sie die vielleicht ich überlasse es Ihnen. Das ist Ihr Gericht. Ist es mein Gericht? Ja, das ist Ihr Gericht. Hoffentlich wird es kein Scherbengericht. Nein. Das ist in Ordnung. So. Gut, dann machen wir ganz auf jetzt. Sie sind ja der größere Koch als ich. Also wir haben dann, wenn das soweit ist, die letzte Zeit vergangen. Haben wir die gekörnte Brühe, Sahne, Kräuter und dann kann überhaupt nichts mehr passieren. Dann kann man nur noch essen. Zitrone so. Abschmecken. Zitronen. Pfeffer. Aber die sehen aber besonders lecker aus, diese beiden Dinger da. Die sehen schön aus. Also mit Fisch kenne ich, weil ich esse ihn gern, aber ich kenne mich mit der Zubereitung nicht so genau aus. Muss man es bei jedem Fisch machen, dass man das mit der Hautseite beginnt? Man hat ja nicht immer eine Hautseite. Also man hat ja oft Filet ohne Haut. Ja, okay. Wenn man es mit Haut macht, ist gut mit der Hautseite. Das verstehe ich, ja. Aber und welcher Grund ist das? Weil das jetzt so ein bisschen braun wird, fängt auch schon an zu garen. Ja. Und wenn ich das jetzt umdrehe, mache ich es kleiner, weil auf der Seite soll es nicht braun werden. Ich verstehe, sondern klar. Nur garen. Ist richtig, genau. Prima. Ich meine, Sie müssen ja, was Essen anbelangt, sehr verwöhnt sein von Traumschiff. Das kann man wohl sagen. Aber wenn man das nach einer Woche
dann geht man eben schon doch in die Mannschaftsküche hinunter. Nicht, weil es nicht mehr gut wäre, nee, man hält man nicht aus auf die Dauer. Von den Kilos, die man nach Hause bringt, ganz abgesehen. Ganz abgesehen, aber das ist, ich glaube, zu lang Gourmet-Essen ist auch langweilig. Ich bin immer der Meinung, Bio, solche Dinge sollen auch ein bisschen was Besonderes bleiben. Ja, ja, das ist ja so, wie man auch, sagen wir mal, dauernd klassische Musik am Laufband hört. Das ist mit all den Sachen. Ja, es nutzt sich ab, es wird zur Selbstverständlichkeit. Also ich bin auch, wenn ich so öfter mal schön aus war in Berlin zum Essen, da habe ich auch, freue ich mich über ein paar einfache Bratkartoffeln mit ein bisschen oder mit Spiegelei und Spinat oder sowas, herrlich. Ganz, ganz wunderbar. Aha, hier ist wieder einer im Laden. Sind das jetzt Ihre Fische oder ist das mein Ding? Das ist mein? Das ist Ihr. Oh. So, danke. Zuerst lernt der Mensch das Trinken und später erst das Essen. Darum soll er auch aus Dankbarkeit das Trinken nie vergessen. Ah, wie schön! So. So. Jetzt machen wir sämtliche Kräuterchen hier hinein. Ja. Löffel, Löffel, Löffel. Können wir den nehmen? So, bei mir habe ich noch etwas vergessen, sehe ich gerade. Oh Gott. Nämlich in das, gestampft in den Stammkorb kommt auch noch klein gehacktes Basilikum. Ja, die Modedroge. So ist es. Genau so ist es. Aber schmecken tut es schon gut. Es ist gut, aber es ist Mode. Absolut. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, ne? Ja, man soll es nicht zu viel verwenden. Ja. Wie mit der Liebe, gell? Ne? Ja, mit allem. Luther hat es ja schon geschrieben, glaube ich, irgendwann. Was hat er gesagt? Na, einmal in der Woche, nicht? Oder so ähnlich. Ach so. Da ist es nicht mehr so genau. Ein bisschen zu lange her, Konfirmandenunterricht. So. So, jetzt nehmen wir die hier nochmal her. Guck mal. Also wir essen zuerst den Fisch. Bitte darum. Ich habe nämlich nachher zu dem Gemüse noch einen schönen roten. Oh. Habe ich natürlich recherchiert. Und, heimtückisch. Ja, hab gehört, dass Sie einen kalifornischen Cabernet Sauvignon mögen. Sie sagen ja. Oh, das finde ich auch. Welche Kräuter sind denn jetzt dabei innen drin? Die Kräuter sind alle drin. Es kommt jetzt nur noch die. Nein. Welche sind das? Ich habe Schnittlauch. Das? Wir haben Schnittlauch. Moment, lass mich gucken. Schnittlauch, gehackt, Dill, Estragon und Petersilie. Sehr gut. So, jetzt kommt noch ein bisschen gekörnte Brühe hinzu. Mehr sollte es wahrscheinlich nicht sein. Bonbon, jetzt die frische Creme anstelle der Sahne, weil die flockt nämlich sonst immer so ein bisschen. Ja. Das ist dann mit Creme fraiche besser zu machen. Ich roll mal hier so ein klein bisschen auf. Ja, das ist wunderbar. Machen Sie das auch normal, wenn Sie allein sind, immer so mal zwischendurch schon aufräumen? Wenig. Wenig. Ich gehöre nicht zu den großen Aufräumern. Gut, jetzt müssen wir noch ein bisschen mit Zitrone absmecken hier. Guck mal, dann machen wir mal so. Vorsichtigerweise. Jetzt brauchen wir den hölzernen Löffel noch mal. Wo bist du? Mein Holzlöffel. Oh, mein Holzlöffel. Holzlöffel. Nehmen wir den, der geht auch. Ja, ja. Das geht ja den hatte ich vorher verwendet. Was war der davon? Ja, ja, wunderschön. Das sieht aber gut aus. Es sieht sehr gut aus. Wenn das ja auch noch so schmeckt, wird es natürlich toll. Sehr gut. Ich muss es mal probieren, wie das mit dem Zitrone sich verhält. Wenn das halb so gut schmeckt, wie es aussieht, wird das sehr lecker. Wollen Sie bitte auch mal vielleicht mit dem Löffelchen hier eine kleine Probe machen? War das mein Löffel? Ja, das ist Ihre. Ich habe nur, das ist nicht von mir, ich habe es nur die Creme fraiche raus. Also ja, ja, das ist gar keiner. Also das ist sonst nicht benutzt worden. Nicht benutzt. Also ich glaube, dass die Zitrone genügt nach meinem Gusto. Wunderbar. Ja? Aber ich denke, es darf noch ein klein bisschen fester werden. Ja, darf es. Und dann können wir in der Zwischenzeit unseren Fisch schnappeln. Ich darf die berühmte Alfredissimo servieren. Ja, kommt sofort. Ja. Bin sofort bei Ihnen. Ja, ja. So. Jetzt brauchen wir Schanzzeug, wie es so schön heißt. Wir haben sogar Fischmesser. Haben wir. Wenn ich wüsste, wo die sind. Ah, da. Ist ja auch ein bisschen out, Fischmesser, aber gut. Na ja, in einem einigermaßen anständigen Restaurant kriegt man das schon. Jetzt probiere ich erst einmal. Schönen alten Witz.
Baron Kniege oder Graf. Ja, ja, genau, ja, ja, der ja. hat ja gesagt, Fisch darf man nicht mit Messer essen. Ja. Und der war auf einem Schiff und das Schiff erlitt Schiffbruch. Er musste ins Wasser, ist geschwommen und hatte so ein Messer in der Tasche. Und da kam ein riesen Fisch auf ihn zu und er hatte Angst, zog das Messer und ging mit dem Fisch. Und dann neben ihm schwamm und sagte, aber Herr Baron, Fisch mit Messer. Messer. Ja, wunderbar, das ist schön. So, bon Appetit. Ich probiere, merci, Monsieur. Ich probiere erst einmal Ihre wunderbare Kartoffelpüree. Sie ist ja Kartoffelbrei. Ihre Stampfkartoffeln, um korrekt zu sein. Stampfkartoffeln. Schön. Mhm. Wissen Sie, wonach es ein bisschen schmeckt, als ob etwas Senf drinnen wäre? Das kommt aber von der Kaper. Von der Kaper. Kommt von der Kaper. Ganz toll. Sie haben aber gesehen, was ich reingesagt habe. Ja, das ist bestimmt. Nein, ich meine nur, es ist so ein ähnlicher Geschmack, auch, dass Sie auch die in Königsberger Klopsen so hervorragend angebracht sind. Ja. Wie halten Sie sich eigentlich so fit? Ja, indem ich versuche. Sie sind ja auch schon. Doch, doch. Über 50. Das kann man sagen, ja, ja. Frühstück, Schmalhans-Küchenmeister, maximal ein Brötchen. Ja. Oder eine Doppelscheibe Vollkornbrot, ja. Zum Beispiel mit Margarine oder Butter. Mal eine Scheibe Wurst dazu, mal ein bisschen Marmelade, wie auch immer, Kaffee. Mittag oft gar nichts, aber nicht, weil es ist kein Hungergefühl. Nee, nee, wir sind ja alle so ausgefuttert. Ja. Wenn ich Hunger habe, esse ich was. Ja. Wenn es mir danach ist, dann kaufe ich mir auch Nachmittag ein Stück Streuselkuchen, ja, ja. Zum Beispiel. Und am Abend dann eben auch nicht mehr allzu viel und auch nicht zu spät. Im Übrigen versuche ich einigermaßen anständig zu schlafen, ausreichend. Ich rauche nicht mehr. Und Bewegung? Seit vielen Jahren. Bewegung? Bewegung zum Beispiel auf dem Schiff. Oder ja. Wo Treppen sind, existieren für mich keine Lifte. Weder im Hotel noch sonst irgendwo. Und im Übrigen tue ich nichts weiter, dass ich eben vernünftig esse und einigermaßen vernünftig lebe. Ja, eigentlich ist das so. Aber gehe zu viel, zu Fuß? Ja, aber was Sie vergessen haben. Ja. Nein, das muss natürlich sein. Was wichtig ist. Mehr Sie haben Glückshormone, Ausschüttung von Glückshormonen. Ja. Weil Sie einen Beruf haben, der Spaß macht, weil Sie spüren, richtig. Dass das Publikum Sie liebt. Ja. Und diese Glückshormone beeinflussen das Immunsystem. Absolut. Ganz stark, ja. Und beeinflussen auch insgesamt alle Körperkräfte. Ja, alle vitalen und alle Dinge. Und wirklich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ich bin auch außerordentlich dankbar dafür. Ja. Also wer im Beruf glücklich ist, auch im Alter, Komponisten, Dirigenten, ja. Schauspieler, ja, und so, ja. Das merkt man, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, ja. Nicht? Und da muss man dankbar sein, dass man so einen Beruf hat. Ich bin mehr als dankbar, muss ich sagen, wenn ich so viele Menschen sehe, die in anderen Berufen stehen und die ihnen keine Freude machen. Weil sie dann irgendwann entlassen werden, in das große werden. Also Loch hineinfallen. Rente, Pension, was immer. Und dann, ein ganz furchtbares Schicksal kann ich mir vorstellen. Wenn Sie Glück haben, haben Sie noch Rosen gezüchtet, wenigstens. Ja, oder sonst etwas. Eventuell, ja. Inzwischen sind ja doch viele Ältere zumindest auch aktiv, indem sie Reisen machen, ja, und in Clubs und so. Also das ist ein sehr wichtig. Hobbys haben, ja, irgendetwas, ja. Womit sie sich befassen können. So. Ich werde mal langsam den Roten einschenken. Oh ja. Sind Sie Dresdner? Ist das ich richtig? Ich bin ein gebürtiger Dresdner und ich liebe meine Heimatstadt nach wie vor, auch als sie zerstört war und noch zum Großteil eben wirklich noch zerstört aussieht. Es muss ja für Sie eine große Freude sein, dass die Kirche wieder aufgebaut wurde. Ich sage es Ihnen, Bio, ich bin jetzt während dieser Bauzeit, also nicht von Anfang an, aber jedes Jahr in den letzten Jahren, immer zweimal im Jahr hinübergefahren. Ja. Und ich stehe jedes Mal wieder davor, wie vor einem Wunder, wie vor einem Gottesgeschenk, dass es Menschen gegeben hat, die gesagt haben, wir machen das. Ja. Ja. Allein die Überlegung und die Initiative zu ergreifen und dann aktiv zu werden, wie kann man das finanzieren? Ja. Und ich glaube, die dürfen alle stolz darauf sein, dass es überwiegend eben aus Spenden zustande gekommen ist. Wobei ich sagen muss, auch wenn wir hier für einen anderen Sender arbeiten, aber das ZDF die ganze Geschichte, genau wie die Dresdner Bank, ja, sehr, sehr unterstützt hat diese ganze Aktivität. Ja, sehr wichtig. Okay, so. Jetzt bräuchten wir noch ein paar Tellerchen. Ja. Ich glaube, dann nehme ich die Tiefen. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich habe abgedreht jetzt. Und ich glaube, das darf man fast mit Löffel und Gabel zu sich nehmen. Ja. Nicht alle mit Messer ist auch nicht mehr nötig. So, das tun wir mal hier. Wunderbar. Ich tue das mal ein bisschen weg hier. Ich muss schnell noch ein Stück von Ihrem köstlichen Fisch zu mir nehmen. Nein, das muss Zitrone brauchen Sie auch nicht mehr. Sie haben abgeschmeckt. Tausend Dank, nein. Und das Schönste ist, wir sind auch gar nicht sauer geworden davon. Nein. So, dann können wir das da hier drüber stellen vielleicht ein bisschen. Ja. Ich schneide uns noch ein kleines Stück Baguette auf. Auch das ist hervorragend. Jetzt brauchen wir noch eine schöne Kelle. Ah, die haben wir da drüben. Pardon. Mhm.
Sollen wir die größere nehmen? Ja, ich glaube, ja, wegen der Stücken. Ja. Dann darf ich Ihnen ausnahmsweise als Ihr Gast heute das Ganze servieren. Danke, danke, danke. Nicht so viel, danke. Wunderbar, sieht ja schon so toll aus. Darf man da ein bisschen frisch gemahlenen Pfeffer drauf tun? Sie dürfen. Alles, was dem persönlichen Gusto entspricht, soll sein. Das kann jeder dann immer noch für sich machen. Ich gebe zu, auch das ist ein bisschen Mode. Aber ich liebe es. Ja, natürlich, schon wegen des Gerätes hier. Ja. Ich danke Ihnen. So, also den roten muss ich Ihnen auch noch zeigen, was ich da eingeschenkt habe. Ich glaube, zu dem Gemüse wird der sehr schön sein. Cabernet Sauvignon aus Kalifornien. Ja, 2000. Ja, ja, ne? Ja. Wunderbar. Ja, der 2000er ist schon sehr gut in der heutigen Zeit. Das ist González. Ja. Also die Franzosen sind zum Teil schon richtig sauer auf die Kalifornier. Ja, ja, ja. Weil ja, die recht, recht gute Weine machen und die sehen sie ein bisschen bedroht. Danke. Ja. Jo, für alle Fälle. Ja gut, dann sehen wir mal, was wir haben, ne? Was wir zustande gebracht ja haben. Ihr wohl, lieber. Schön. Einfacher, wunderbar, aber schöner. Weich. Wunderbar weich. Das sind so Weine, die nenne ich Schmeichler. Ja, Sie sagen es. Das sind keine großen Weine, nein, muss es auch wie ein nicht Bordeaux sein oder so, aber angenehm, angenehm. Sie sollen mal bezahlbar, schmecken. Bezahlbar. Erstens das, zweitens sollen Sie einen schmecken und obendrein bekommen. Ja. Guten Appetit. Danke. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Heiß. Es ist sehr heiß nachher. Heiß. Ich bin aber auch besonders empfindlich. Riecht schon so toll. Es riecht wunderbar, aber ich glaube, dass es hauptsächlich die Kombination dieser vier Kräuter ist. Mmh. Mmh. Ja? Sehr gut. Finde ich schön. Oh. Finde ich schön. Oh. Und es ist nichts groß. Das mit kann man allein essen, das ja ist als Beilage schön. Darf ich Ihnen zu Fuß, wenn Sie wollen? Danke. Nehme ich gern. Sehr schön. Das ist aber wirklich eine Zauberküche, die Sie haben. Aber das macht richtig Spaß. Ja, ich finde es gut. Das merke ich mir. Ganz, ganz einfaches Gericht. Man könnte es auch fast der mediterranen Küche zuschreiben. Ja. Ne? Ja, sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön.